Hi Freunde, willkommen retour. Danke fürs Wiedereinschalten. Ich freue mich irrsinnig 1860 aufzunehmen, weil momentan ist es irgendwie im zweiten Let's Play ein bisschen schwierig und hier läuft so gut. Aber ja, irgendwann endet jeder Lauf und ja, sogar der Einlauf. Und dementsprechend müssen wir natürlich vorsichtig sein. Wir haben eine bisher, we have a grandiose Saison gespielt, würde ich mal sagen. Bisher mit diesen 7 Siegen in 8 Spielen. Die Geschichte ist natürlich die, wir müssen schauen, dass es auch so bleibt. Wir haben jetzt als Gegner Darmstadt auf der 13 und dann Union Berlin auf der 9. Union natürlich als ja, Club, der vor kurzem noch in der Bundesliga war, wie wir hier sehen. Die haben sich sogar noch gehalten. Natürlich kein einfacher Gegner. Und bei Darmstadt wird man einfach mal sehen, wie es so ist. Also sie ja, sind jetzt so die letzten Jahre im letzten 2 Jahre im Mittelfeld der Liga gewesen. Eigentlich, wenn wir wirklich aufsteigen wollen, müssen wir beide Partien gewinnen oder zumindest 4 Punkte holen aus diesen 2 Spielen. Und ich hoffe wirklich, dass es gelingt, denn wie gesagt, im Moment sind wir gut drauf, aber irgendwann muss man davon ausgehen, dass ja, irgendwann diese Serie auch reißen wird. Serie ist gut gesagt, wir haben jetzt eh mal verloren. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie gut wir heute spielen werden. Wir können eigentlich Sapong ist ein bisschen angeschlagen noch, aber grundsätzlich können wir auf die stärkste Mannschaft zurückgreifen und das ist ziemlich cool. Ich überlege nur gerade, ich möchte den Sapong eigentlich gleich mal mitnehmen. Übrigens habe ich einen ganz netten Tipp bekommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man beim Trainingsfokus allgemein Reha einstellen kann. Das heißt, es geht auf die kompletten Physiswerte und das finde ich super, weil das ist genau das, was er jetzt braucht. Und natürlich optimal. Jo. Ich habe einige für die U19 verfügbar gemacht, Kapus unter anderem auch, das wäre dann morgen und soll er morgen mal wieder bei der U19 spielen, dann nehmen wir nicht die Polar mit, ich nehme den Sapong mit, haben halt 2 Linksverteidiger dabei, aber ganz ehrlich, vielleicht passt es, dass ich ihn einwechseln kann, sonst haben wir eigentlich die nach wie vor stärkste Mannschaft, kann man sagen, und deswegen bin ich eigentlich optimistisch, dass wir hier zu Hause gewinnen. Gegen Union wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger auswärts. Aber ja, wir werden es versuchen. Hinterseher, also wieder mal ein Österreicher bei den Gegnern. Das heißt, wieder mal einer, der wahrscheinlich gegen mich treffen wird. Aber wir lassen es auf uns zukommen. Let's go. So, vielleicht jetzt mal die erste Chance Senkbeil. Von hinten raus Lavallee, schön links auf Lelo. Der hat Platz, nutzt diesen Raum auch. Masson, Julien Masson. Raum läuft in die Mitte. Eigentlich kein schlechter Laufweg, aber der Ball kam nicht gut. Aber wir haben gleich die nächste Chance. Dressel, sehr schön, sehr direkt hier, wie der Ball läuft. Staude auf rechts und da ist Raum und der Ball ist schon wieder drin. 7. Saisontor von David Raum. Raum und Staude sind sensationell drauf in diesem Jahr. Wahnsinn, wie schön das läuft. Staude setzt sich super durch im 1 gegen 1 und macht diesen Assist. Und Raum setzt sich halt gut gegen Bader durch im Kopfballduell. Und damit natürlich der ideale Start für uns in diese Partie. Mit dem 1:0, mit dem frühen. Diesen ganzen Lauf, den wir im Moment haben, noch nicht so ganz begreifen und einordnen, um ganz ehrlich zu sein. Ziel war es, um den Aufstieg mitzuspielen in dem Jahr. Also eigentlich wollte ich schon schaffen und so gut spielen, wie wir im Moment spielen. Aber dass es wirklich so gut läuft, damit habe ich halt auch echt nicht gerechnet. Hoffen wir, es bleibt dabei. Die Balleroberung wichtig. Da ist sie Ludewig auf Staude. Der ist mal wieder motiviert. Aber der Pass ist schlecht. Aufpassen. Gegenpressing. Der Pass auf Hinterseher ist gut. Der ist durch. Und Lavallee war da scheinbar noch dran. Hab schon gedacht, der macht ihn jetzt. Und der Kopfball zum Glück absolut ungefährlich.
Schon eine interessante zweite Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Fortuna Düsseldorf interessant natürlich. Stuttgart, Hannover. Und wir an die Latte. Aber da war schon Staude scheinbar im Abseits. Keine gute Spielverlagerung von Staude. Aber Lelo holt ihn sich wieder. Masson behauptet ihn gut. Und der Pass ist super gespielt. Mané mit der Doppelchance. War wirklich kein Abseits. Ärgert mich gerade ein bisschen, dass er den zweiten nicht gemacht hat. Ich muss schon sagen, Mané gefällt mir als pressender Stürmer eigentlich schon besser. Hat jetzt nichts mit der Chance zu tun, aber sollten wir vielleicht generell nochmal machen. Raum. Nochmal. Ein drittes Mal kriegt er ihn nicht. Es ist schade, dass wir in solchen Situationen, so wie Samson jetzt gerade jetzt auch die Bälle verschenken. Ein bisschen unnötig zum Teil. Boah, der ist gut gespielt. Kein Abseits. Der hätte wieder gezählt. Ach so. Boah, jetzt sind die Chancen schon häufig gerade. Vor allem auch richtig gute Chancen dabei. Ich hoffe, das rächt sich nicht im weiteren Spielverlauf. Lelo auf Masson. Masson wird jetzt auch ein bisschen auffälliger, schon langsam auf der 10. Ich hoffe, dass er sich jetzt da ein bisschen wohler fühlt. Wird auf jeden Fall zur Anspielstation Nummer 1, zum Ballverteiler da vorne. Pressel in der Reihe weiter hinten, das gefällt mir schon ganz gut so. Staude, Ludewig. Wieder Staude. Und die Parade war gut. Gefällt mir schon sehr, wie sie das offensiv da spielen, die Jungs. Sehr gut von Staude, wie der sich schon wieder durchsetzt. Gegen Pressing. Raum. 2-0. Dieser David Raum. Also das ist auf jeden Fall der erste, den ich verpflichten würde von Leverkusen, wenn ich irgendwie die Chance kriege. Aber ich glaube, der hat 4 Millionen Marktwert oder so, also eher kritisch. Sensationell. Eiskalt. 9. Spiel, 8. Saisontor und das als Flügelspieler. Das ist natürlich sensationell. Ich bin so stolz auf die Jungs. Sehr, sehr schön. Samson hat die gelbe. Könnte man theoretisch einfach den Wein in der Halbzeit bringen. Den will ich eh bei Laune halten. Samson bisher 6,6, also nicht so wirklich gut. Oder nicht aufregend. Ups, nicht aufregend zumindest. Und dann schauen wir, wenn es gut weiterläuft, dann können wir Sapong heute mal wieder zweite Bundesliga-Luft hier geben. So, Wein, Ludewig. Ah, Gegner schon mit 4 gelben Karten. Also die gehen sehr aggressiv rein. Von den Fouls her sind sie ein bisschen weiter vorne als wir. 10-7. Staude. Raum auf Staude. Er revanchiert sich fürs erste Tor. Sensationell. 3-0. Ich bin einfach sprachlos. Wie geil ist das? Ja, Staude am kurzen Posten. Die Mannschaft macht Spaß. Tut gut. Aufpassen jetzt auf der anderen Seite. Hoffmann, super Parade. Kann ihn nicht ganz festhalten, aber er hat ihn im Nachfassen. Der war richtig gefährlich. Es ist ein bisschen schade, dass ich den Kapus nicht mitgenommen habe, aber dann spielt er bei der U19 wenigstens wieder mal voll. So, ich bringe jetzt den Strelec für Mané. Wie gesagt, auch den möchte ich ein bisschen bei Laune halten. Der wird halt eher Stoßstürmer spielen. Aber so stark wie der ist, soll der auf jeden Fall regelmäßig spielen, damit Leverkusen den auch nicht zurückholt. Und der Raum wird heute seinen Abschiedsapplaus kriegen, indem wir dann Sapong bringen. Ich glaube, in der Phase der Partie kann ich das durchaus jetzt schon machen. Wir schieben Lelo nach vor.
Und Sapon bekommt wieder mal Einsatzzeit nach seiner langen, langen Verletzung. Der Spielesound ist auch nicht so gut heute. Habe ich so das Gefühl. Dass der FM immer wieder verpackt. Lavallee nicht gut. Super Parade, Hoffmann. Das war eine Unkonzentriertheit von unserem Abwehrchef. Hoffmann faustet ihn weg. Und das war's. Wir gewinnen tatsächlich gegen Darmstadt super souverän mit 3:0. Perfekt. Wein hat auch sehr gut gespielt, 7,1 nach seiner Einwechslung. Also das war sensationell. Damit haben wir 5 Punkte Vorsprung, weil also es bleibt dabei, weil Bochum auch gewonnen hat, Bielefeld auch gewonnen hat, KSC gewonnen hat. Auch Stuttgart hat gewonnen. Dafür hat der Jan 4:0 verloren. Wahnsinn. Aber ja. Auf die Tabelle braucht man eh noch nicht zu sehr schauen, weil dafür sind einfach noch zu viele Spiele. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön. Wir können natürlich auch hoffen oder müssen hoffen, dass David Raum nicht zurückgeholt wird, weil er momentan so gut ist. Weil ich konnte das ja nicht rausstreichen, dass die Leute von Leverkusen zurückbeordert werden können. Das wäre natürlich irrsinnig bitter. Ah, die U19 spielt gleichzeitig. Okay. Ich hoffe, dass die jetzt alle gespielt haben. Haben wir da keinen Spielbericht gekriegt von der U19? Doch, da. Natürlich haben sie wieder nicht gespielt. Mir geht das irgendwie schon ziemlich auf die Nerven. Also, da macht man Spiele verfügbar und dann werden sie einfach nicht eingesetzt. Nicht mal im Kader. Versteht ihr das? Weil ich habe sie auf der Tribüne, ich habe sie auf zur Verfügung gestellt und trotzdem passiert es nicht. Klinsmann bei Bochum, es ist so geil. Es ist so geil. Ja, dann wäre ich... Boah, wir haben zu viele Verteidiger dabei. Ich werde den Sarpong sonst mal wieder runter tun. Ich muss den Kapus mitnehmen. Ich brauche vorne noch einen für die Offensive. Aber das Problem ist halt wirklich, wenn jetzt sich jetzt Lelo früh in der Partie verletzt, also mit Sarpong eine komplette Partie durchzuspielen, das traue ich mich im Moment noch nicht. Mendes schon wieder angeschlagen, zum Glück nur 1 bis 3 Tage. Jetzt müssen wir das Problem auf jeden Fall hinkriegen, was da mit der U19 passiert. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Schauen wir es uns jetzt gleich nochmal bei dem Spiel genauer an. Lelo, Staude und Raum verdient. Falsche Seite zwar, aber verdient in der richtigen, in der 11. Woche. Ah, bei Talik haben wir mit dem Trainer gesprochen wegen der Leihe und das hat gut funktioniert. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, er kommt jetzt ein bisschen öfter zum Einsatz. War wahrscheinlich reiner Zufall, aber okay. Ist mir auch egal. Ich glaube, man kann bei der U19 ja selbst auch Spieler reinziehen, wenn da in der E-Mail rechts die Aufstellung angezeigt wird. Vielleicht probieren wir das mal. Neudecker freut sich auf ein Wiedersehen mit mir. Das ist natürlich nett. So, U19 spielt gleichzeitig. Und hier sieht man, sind sie eigentlich in der Mannschaft. Das heißt, eigentlich alles gut. Mann hat... Achso, die sind wahrscheinlich alle zu alt. Jo. Knöferl und Ullmann sind zu alt. Aber der Rest passt. Da sind sie in der Mannschaft. Schauen wir, ob es jetzt wirklich so ist. Und sie auch tatsächlich drin sind. Poscherolo im zentralen Mittelfeld gefällt mir halt überhaupt nicht, aber okay. Labbadia lobt mich, das ist natürlich schön. So, Mané trainiert gut, den werden wir jetzt loben und genau, den werde ich auf Presse in der Stürmer umstellen, das wollte ich jetzt unbedingt machen. Mit dieser Rolle hat es ja deutlich besser bei ihm geklappt.
zielstrebiger als zuvor. Professionalität ist nicht mehr dieselbe. Weniger anpassungsfähig, okay. Masson kommt jetzt besser auf seiner Rolle, auf seiner Position zurecht. Er ist immerhin schon grün, okay. Das ist schon mal gut. Manet, pressender Stürmer. Nächste Woche haben wir mal Länderspielpause, so wie es aussieht. Saupong bereit für Verbleib. Sehr schön. Möchte nicht zu Werder Bremen wechseln. Hat sogar nicht mitbekommen, dass er das wollte, aber okay. Jetzt für die nächste Woche noch ein Testspiel ausmachen. Verein aus der Region Bayern 2. Das machen wir. Weil dann können wir nämlich jetzt die ganz Jungen noch zur Verfügung stellen und die, die jetzt nie spielen konnten. Ich weiß noch nicht, ob ich es aufnehmen werde, aber zumindest werde ich es. Muss jetzt nur kurz schauen. Saarbrunn könnte ich noch für die U19 verfügbar machen. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Verfügbar für die U19. Ich mache jetzt einfach mal immer 90 Minuten. Okay, das hat jetzt gepasst, so wie es aussieht. Aber Saarbrunn ist nicht rechtzeitig, also ich kann da jetzt nichts mehr ändern, okay, schade. Ist leider eins zu spät, aber ich lasse ihn trotzdem jetzt unten, weil gerade gegen so einen starken Gegner wie Union habe ich lieber Rock hier auf der Bank. Und zu viele Verteidiger will ich halt auch nicht mitnehmen. Macht weiter so wie beim letzten Mal. Das wäre natürlich optimal, aber wie gesagt, Union erst abgestiegen. Das heißt, der Kader wird schon nicht so schlecht sein. Sind von der Tabellenposition ja auch ein bisschen besser als Darmstadt. Also nichtsdestotrotz, verlieren will ich natürlich auf keinen Fall. Also wenn wir X mitnehmen. Ah, Linksverteidiger, schaut mal. Den haben wir im Dänemark-Let's Play. Teuchert. Riesenchance. Staude hat gelb gesehen. Samson auch, da müssen wir jetzt sehr aufpassen. Ich würde mal vermuten, dass beim Schiedsrichter die Karten ein bisschen locker sitzen. Gentner hat auch schon gelb gesehen. Sehr gut von Ludewig, Staude. Ludewig. Sommerson. Komm, Gentner, faul. Ah, macht er nicht. Samson? Naja. Der war nicht so wirklich gefährlich. So, Einwurf Union. Irgendwie sind die ein bisschen stärker in der Partie als wir. Und das war auch schon mal richtig gefährlich. Wobei wir mehr Ballbesitz haben, aber die Chancen sind bisher besser. Expected Goals Wert ist auf jeden Fall deutlich schlechter bei uns. So, Abschlag von Fernandes. Lelo gewinnt das Kopfballduell, aber der Ball ist leider weg. Manet presst, gut so. Hat den Hammer. Staude hat ein bisschen Platz. Zieht nach innen. So, Sobotka hat auch schon gelb gekriegt bei ihnen. Raum setzt sich durch. Und der ist drin. Der rutscht Fernandes durch. Wir gehen mit viel Glück in der 36. Minute in Führung. Es ist halt einfach so, dass bei Raum momentan alles klappt und aufgeht. Muss man ganz ehrlich sagen. Und so einen Spieler kostenlos zu bekommen, das ist unfassbar, oder? Ja, das ist ein klarer Torwartfehler. Der darf natürlich so in der kurzen Ecke nicht passieren. René Svete würde das, glaube ich, bestätigen. Gut geklärt. Labalé.
So, Pedersen mit der Flanke, die ist gut. Teuchert mit dem ersten Saisontor. Ja. Schön gemacht. Die sind wirklich unangenehm und stark. Merkt man auf jeden Fall. Der Pass war richtig gut gespielt. Lavallee ist viel zu weit weg vom Gegner. Und auch Lelo schläft. Ja. Kann man nicht einem Spieler den Vorwurf machen, sondern mehreren auf jeden Fall. Ich glaube, den Wein werde ich jetzt auch wieder mal bringen. Masson schon wieder ganz stark. Staude. Wieder Masson. Setzt sich durch. Den sollte man, glaube ich, auch aufs Tor bringen. So, Ludewig hinterläuft. Oder geht aber selber am Flügel entlang. Ludewig. Also so einen Pass musst du halt auch anbringen. Das ist ganz, ganz schwach. Gut aufgepasst von Samson. Sehr schön, Ludewig. Masson. Raum. Ich habe mir schon gedacht, den macht er wieder. Staude ein bisschen müde und gelbe Karte auch. Das wäre so ein Kandidat jetzt schon langsam für einen Wechsel. Samson genauso. Bei dem habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst wegen einem möglichen Platzverweis. Ich werde zuerst mal den Wein bringen. Wie immer. Aber ich lasse ihn auf diese Rolle hier spielen. Nicht auf Ball erobern, sonst hat er sofort wieder gelb und dann haben wir die gleiche Situation wie vorher. Gut aufgepasst vom Raum, sehr schön. Und jetzt hat sich Pedersen verletzt. Ich werde dann, so wie es aussieht, rechts außen wechseln. Kapus oder Sapa ist die Frage. Je nach Spielverlauf vielleicht. Mané, sensationell, sechstes Saisontor. Da trifft er wieder. Lelo mit dem Assist. Wir sehen jetzt nochmal Raum ziemlich im Zentrum. Dadurch hat Lelo natürlich extrem viel Platz da außen. Und Mané lässt sich dann ein bisschen zwischen die Ketten, wollte ich gerade sagen, fallen, aber da ist keine Kette. Eine schon. Auf jeden Fall sensationell gemacht. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich bringe dann rechts außen den Kapus. Da fördere ich lieber das eigene Duell. Duell-Talent. Und da ist der Ausgleich 2:2. Wie schon gesagt, die sind stark. Senkball. Senkball und Lavallee. Also eigentlich hier unsere beiden oder zwei der kopfballstärksten Spieler bei uns. Und genau die beiden verlieren das Kopfballduell. Der Ball läuft gut. Ludewig, Raum. Wie er sich auch immer frei spielt oder frei läuft im langen Posten für solche Bälle, das ist sensationell. So, und jetzt kommt Ibrahim Kapus rein. Der muss natürlich nicht aufpassen. Ja, Gentner mit dem riskanten Tackling, aber das hat er gut gemacht. Masson, Raum. Und der holt die Ecke raus. Und die ist nicht schlecht, Mané knapp drüber. Aber war schon okay. So, aufpassen, den legt er kurz ab. Ich habe gedacht, den pfeift er jetzt. Lavallee heute nur eine 6,5. Raum ist müde. Masson ebenso. Ich mache jetzt folgendes. Ich bringe den
Sape rechts außen und schiebt Capus in die Mitte. Dadurch haben wir in der Offensive noch, ja, mit Sape eine sehr interessante Option. Der kann vielleicht jetzt dann auch mit müden Verteidigern seinen Spaß haben, aber es schaut so aus, als würde es beim X bleiben im Moment. Jetzt sind wir schon in der 96. Minute. Und das war's. Okay, ich habe also am Beginn des Parts gesagt, dass wir 4 Punkte machen sollen. Das ist gelungen. Ich bin mit der Leistung zufrieden. Wir waren ja trotzdem die aktivere Mannschaft. Mehr Torchancen auf jeden Fall. Ja, sie waren sehr effizient, muss man ganz ehrlich sagen. Muss man anerkennen. Bochum dafür auch nur unentschieden. Gegen die Arminia gespielt. Sehr schön. Verfolgerduell also. Dafür hat Stuttgart wieder aufgeholt. So, gegen Bayern 2. Da werden wir dann den Test machen. Den werde ich aber, glaube ich, eben überspringen. Weil es jetzt nicht so spannend ist. Oder schauen wir mal. Samson jetzt auf jeden Fall gesperrt. Das heißt, Daniel Wein wird dann gemeinsam mit Dressel spielen. Ja, und jetzt im Test möchte ich halt einfach schauen, dass einige Leute hier Spielpraxis kriegen, die sie zuletzt nicht hatten. Das ist immer ganz wichtig. Also Ersatzkeeper, die jungen Talente, die zu alt sind für die U19 und. Hoffmann entwickelt sich sensationell. Spieler der Extraklasse für die zweite Bundesliga, potenziell guter Torwart für die Bundesliga. Das war einfach ein so guter Transfer. 35 Einsätze, 32 Gegentore, ist auch eine ganz gute Quote. Ja. Ich glaube, ich lobe ihn mal, weil er gerade noch die Option war. Weiter so. So, wie schaut es aus mit den Leihspielern? Also, Jayo spielt gut, oder zumindest häufig. 3 Tore, ist okay. Adedei, 10 Einsätze, ganz in Ordnung. Talik, 6 Einsätze, 1 Tor, ist ganz gut. Gregor Jan, 5 Einsätze, 2 Assists, 7,3. Der macht sich gut bei Vaduz. Zadro hat immerhin 4-mal für Dynamo Dresden gespielt, also... Das sieht auch nicht schlecht aus. Kressler nur einmal. Tarkisio, ja. Ist ehrlich gesagt jetzt nicht so weit, nicht weiter tragisch, ob der jetzt der Stammspieler ist oder nicht. Er wird bei uns so oder so keine wirklich große Rolle spielen. Gut, dann überlegen wir noch, die Aufstellung können wir eigentlich noch gemeinsam machen, wenn ihr Lust habt. Und dann werde ich euch einfach im nächsten Part von dem Spiel berichten. So, U19 spielt gleichzeitig wieder. Beide haben wir eben, so, Capus ist auch zu alt. Okay, das Team müssen wir nicht verfügbar machen. Um die hier geht's, die können von mir aus alle U19 spielen, das passt mir. Und dafür sollen dann halt alle anderen. Saprong bin ich noch nicht kritisch. Der war lange verletzt, der braucht vielleicht noch ein bisschen, um wieder auf dem Niveau zu sein, wie er vorher war. Und so, jetzt schauen wir nochmal kurz. Also Saprong, Poschorolo, Mitrovic und Yilmaz, das sollte ich mir merken. Mané, Länderspielpause, ist aber eh egal, das passt eh. Rechts hinten. Links hinten. So, zweiter Innenverteidiger. Ullmann. Dann, der Mann hat auf jeden Fall... Ach so, Daniel Wein braucht Spielpraxis. Machen wir so. Dann, Dante Rigo auf die 10. Capus rechts außen. Sape ganz vorn, weil es sind beide Stürmer nämlich beim Länderspiel. Kann Sape... Aggressivität ist okay, schnell ist er. Ich lasse den Press an der Stürmer spielen. Die Paola nehmen wir mit. Dressel kann ich mitnehmen. Mendes. Den werde ich links außen spielen lassen. Knöferl. Den Senkball nehmen wir mit. Schmid darf für Hofmann mitkommen. Ja, die spielen bei der U19. Die sind beim Länderspiel. Also so gesehen ist alles okay. Das ist nur die Frage eben wegen links. Links außen wegen Raum. Knöferl könnte rechts außen spielen. Aber er kann es nicht wirklich gut.
Also eigentlich möchte ich schon Mendes da spielen lassen. Wie schaut's denn aus mit der Fitness bei ihm? Noch nicht bei 100%. Gut. Damit kann ich leben. So. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach. Machen wir einfach den Part extra lang. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Könnt mir dafür den Daumen nach oben geben. Und dann machen wir das Freundschaftsspiel auch noch. Schauen wir einfach mal, wie gut das jetzt mit dieser Mannschaft hier läuft. Wenn ich jetzt natürlich nicht drin habe, ist den Knöffel. Der Rest ist drin eigentlich von allen Spielern, die ich spielen wollte. Und es ist eine komplett neue Mannschaft. Schauen wir mal, wie gut wir uns da jetzt gegen Bayern 2 tun. Die haben Cousins in der Mannschaft. Ja, vielleicht können wir da irgendwen scouten sogar. Vielleicht fällt uns wer auf. Jemand von euch hat geschrieben, wir sollen das Scouting-Wissen in Afrika auf jeden Fall nutzen. Sehr, sehr gute Idee. Also vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge Scouting. Auf das hätte ich extrem Bock. Ich weiß nicht, ob ihr da Lust habt. Aber normalerweise schon. Also beim Scouting seid ihr ja eigentlich auch immer ganz gern dabei. Was ich so in den Kommentaren mitbekomme. Dann könnte man in Afrika mal ein paar Mannschaften durchsuchen. Mendes gibt jetzt schon den Elfmeter. 8. Minute. Den macht er selbst. Und er vergibt. Ist das der Österreicher Marusic? Ist der Österreicher? Nee. Habe ich verwechselt. Aber es gibt noch einen, glaube ich. Also nicht den Marusic jetzt, sondern es gibt auch einen Marusic. Glaube ich. So, Günther. Baulmann sieht da nicht so gut aus. Boah, was ist denn das? Ullmann mit dem Foul. Und der gelben Karte. Und ein gewisser Franzose schnappt sich da jetzt den Ball für den Elfmeter. Also zweiter Elfmeter innerhalb von 11 Minuten jetzt quasi. Oder innerhalb der ersten 11 Minuten. Und damit gehen die Bayern Amateure tatsächlich in Führung. Ich glaube, wir blamieren uns jetzt hier nicht in diesem Pokal, in diesem Freundschaftsspiel. Nicht, dass das auf die Mannschaft irgendwie einen Knacks ausübt oder so. So, Günder. Ist halt schon so, dass wir auf vielen Positionen relativ schwach sind. Also gerade Mannhardt und Ullmann sind meiner Meinung nach große Schwachstellen. Der Rest ist ganz in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz muss die Partie natürlich gewinnen. Auch wenn es Bayerns zweite Mannschaft sicher nicht so schlecht ist. Aber Mannhardt geht mir schon ein bisschen auf die Nerven. Die Paola hätte ich spielen lassen können statt Mannhardt. Den werden wir einwechseln auf jeden Fall. Weil der lange Ball geht schon wieder komplett durch. 0-2. Was ist denn da los? Also was man so sieht, hier sieht es eigentlich okay aus. Wir stehen relativ hoch. Eigentlich ist es abseits. Außer Rock hier war vorne. Ich nehme mal an, dass Rock hier vorne war, weil sonst wäre es abseits gewesen. Und damit tatsächlich das 0-2. Cool. Ernsthaft. 0-3 in der 20. Was ist denn da los? Alter Schwede, weinsschwacher Pass. Ich meine, schaut euch das an. Das wäre irgendwie echt schade, wenn ihr das verpasst hättet. Zum Glück nehme ich das auf. Bin sprachlos. Wie gesagt, das ist jetzt sicherlich nicht die schlechteste zweite Mannschaft der Welt. Aber trotzdem sind wir eigentlich eine Liga darüber. Und wenn man so schaut, das sind schon Leute, die durchaus Stammspielerpotenzial haben. Rocchia, Querdosch und Guinda sind eigentlich Leute, die Stammspielen könnten bei uns. Sapa genauso eben. Rigo auch. Und dann ein paar richtig gute Talente drin. Aber sie spielen es katastrophal. Unglaublich. Na Wahnsinn.
Mann hat. Nicht schlecht. Aber. Spiel. Wieso fängt er da zu dribbeln an? Spiel den verkackten Pass einfach. Hat echt Lust. Boah, gut von Tino Casali. Der hat mir fast ein bisschen leid getan jetzt, weil eigentlich bei den Chancen war er, bei den Gegentoren war er immer chancenlos. Und wieder so ein langer Ball. Die kommen gefährlich hinter unserer Viererkette. Bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht von ihnen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall wechseln, ganz ehrlich. Also ich bringe den Ludewig rein, damit wir noch einen guten Innenverteidiger haben, weil Ullmann da definitiv zu schwach ist. Schnelligkeit 8. Jo, die Paola bringen wir rein für Mannhardt. Ich lasse die beiden aber wechseln, weil Weini ist kein Spielmacher. Also das machen wir auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich den Staude bringen soll. Für Capus, weil der halt gelb gesehen hat, dann Terrigo katastrophal bisher. Mach's anders. Oder? Ich mach's so. Rigo und die Paola und den Knöferl, den bringen mal Schattenstürmer, damit wir da zusätzlich noch ein bisschen Offensive haben. Es ist ja grundsätzlich egal, ob wir das Ding jetzt verlieren oder nicht, deswegen da sollen schon, die sollen Spielpraxis kriegen, deswegen lasse ich auch den Capus drauf, obwohl das ein Kandidat wäre für einen Wechsel. Ist ja komplett wurscht, das geht ja nur um die Spielpraxis. Aber es sind schon ein paar Erkenntnisse dabei, also die Erkenntnis, dass Ludewig und Ullmann definitiv zu schwach sind für die Mannschaft, Zappa mit dem 1:3. Dass die, also die müssen wir unbedingt verleihen. Also mit denen möchte ich nicht in der zweiten Bundesliga spielen. Ich hoffe, der Ton war jetzt okay, weil irgendwie hat gerade so ausgesehen, als hätte das Mikrofon sich etwas überschlagen. Ich hoffe, dass da jetzt nichts zu laut war, falls doch, sorry. Aber eigentlich rede ich gar nicht laut. Also. Irgendwie glaube ich, da wird nicht mehr viel gehen. Wenigstens hat sich niemand verletzt bisher. Ludewig hat sofort ein 7,0, also der macht sich da schon ganz gut. Die Paola auch nur 6,1. Ah ne, Rigo. Die 6,1, aber ich weiß nicht, da war vorhin halt schon schlecht. 1:4. Da werden wir morgen ein Straftraining machen, obwohl es nur ein Freundschaftsspiel ist. Auf jeden Fall. Aber die Gegner möchte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen genauer anschauen. Also vor allem den Sieb und den Günther. Sonst müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht anschauen, aber. Eins zu vier gegen Bayern 2. Ich wollte, dass das so ein gemütliches Spiel wird, wo man dann halt einfach locker gewinnt. Aber dafür war es wahrscheinlich der falsche Gegner. Ach. Ich gebe denen trotzdem jetzt morgen kein Straftraining. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht notwendig. So, wir werden jetzt die Aufstellung noch zurück ändern. Das machen wir jetzt auch noch schnell in dem Part. Lavallee und nicht Ludewig. Da ist Senkball. Ludewig und Lelo. Dressel mit, natürlich mit Wein, weil Samsung gesperrt ist. Und dann haben wir Staude rechts,
Raum links, Masson auf der 10 und Manet vorne. So, den Rest machen wir dann direkt vor dem Spiel, jetzt wird gespeichert. Ja, zum Glück haben wir den Test gemacht und zum Glück habt ihr es gesehen. Richtig peinliche Vorstellung. Also wie gesagt, auf ein paar Positionen, da könnte man schon überlegen, ob wir im Winter tätig werden. Zum Beispiel eben, ich meine, gut, Mannhardt brauchen wir nicht, also den können wir einfach verleihen. Aber Innenverteidiger Nummer 4 bin ich nicht zufrieden, ehrlich gesagt, wenn ich mit dem spielen muss. Also da sollten wir uns vielleicht auch noch was überlegen. Können wir Samson zurückziehen, theoretisch, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Zumindest waren die Pflichtspiele erfolgreich. Wir sehen uns dann gleich wieder. Beim nächsten Part hoffe ich. Danke, bis bald. Ciao.